So, unser Einhorn ist jetzt getrocknet. Und jetzt nehmt ihr einen Fineliner und malt quasi jetzt euer Einhorn in Schwarz nach, damit es wieder richtig zu sehen ist. Ich habe mir jetzt zur Hilfe das Einhorn daneben gelegt, damit ich, falls ich die Linie nicht ganz erkennen kann, ein bisschen spicken darf. So. Da kann ich es zum Beispiel nicht ganz sehen. Das ist doch ganz hilfreich, wenn das hier daneben liegt. So. Mein Beinchen fehlt noch. Fast geschafft. Das letzte Bein noch. So. Jetzt ist euer Einhorn zu sehen. Wer Acryl zu Hause hat oder andere Farben, also wir brauchen jetzt ein Weiß für noch mal einen speziellen Effekt. Und zwar für, wie man das jetzt hier hoffentlich sieht. Und so weiße Punkte. Wenn ihr Sterne wollt, brauchen wir jetzt ein Weiß. Entweder ihr habt ein Aquarellweiß zu Hause oder aber ihr nehmt Acryl oder ja, eine andere Farbe. Das ist dann nicht so wichtig. Die meisten Kästen, also viele Kästen haben beim Aquarell kein Weiß und deswegen stört es nicht, wenn es Acryl ist und dann haut ihr den Pinsel vorsichtig hier auf den anderen drauf und dann gibt es so einen wunderbaren Sterneffekt, wie man sehen kann. Unser Lesezeichen ist jetzt fertig. Ihr könnt es jetzt abmachen, also vielleicht noch mal ein bisschen die weiße Farbe trocknen lassen. Für die längere Haltbarkeit könnt ihr das quasi noch einlaminieren, wenn ihr das wollt. Ein Loch reinmachen da oben und vielleicht auch ein Bändchen dran machen. Da steht eurer Kreativität keinen, also nichts entgegen. Nur noch mal für euch als Hilfe. Ich hatte mein Lesezeichen etwas großzügiger stehen lassen, damit ich es besser ankleben kann und werde es jetzt im Anschluss quasi ausschneiden. Ja, dann hoffe ich, dass ich ganz viele Lesezeichen zu Gesicht bekomme und wünsche euch ganz viel Spaß damit.